Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier im Schloss Lindblum und wir haben uns im letzten Part bei einem Jagdfestival angemeldet und diese Anmeldung auch gleich bestätigt. Wenn wir den Raum hier verlassen, dürfen wir uns schon in unser Jagdrevier begeben, wo wir beginnen dürfen. Doch zuvor, bevor wir das machen, muss ich unseren lieben Zidane umrüsten. Gut, dass wir geschmiedet haben. Das machen wir auch gleich. So. Also, anlegen. Es wird die Waffe gewechselt, und zwar zum stärksten, was wir momentan haben. Auch wenn ich jetzt dafür leider Gottes die Mithril-Klinge nicht fertig bekomme. Nur für das Jagdfestival brauchen wir die stärkste geschmiedete Waffe, die es gibt. So auch, wenn es möglich ist. Naja, wobei, das können wir eh sofort nehmen, weil er hat das eh gelernt. Auch hier den Kristallarmreif, das ist auch super. Haben wir hier noch Lederweste, Lederpanzer, Chakra. Bronzeharnisch wäre super. Götterspeise kann er lernen, das ist ganz toll. Und hier Accessoire, ne? Kristallschild. Ich glaube, das Kristallschild wäre nicht so schlecht. Sehr, 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 sehr gut. Perfekt. Mit der Aufstellung können wir es probieren. Da bin ich zufrieden. Für alle Fälle... Nein, speichern tue ich das jetzt nicht. Das wird schon klappen. So. Hallo. Zidane, ihr startet im Theaterviertel. Wollt ihr in ein anderes Viertel, so benutzt bitte die Lufttaxen. Jawohl. Und so machen wir das auch. Wir beginnen im Theaterviertel, wie der Kerl da gerade eben gesagt hat, der offensichtlich wieder aus dem Kasten draußen ist und seine Rüstung wieder hat. Ja, wir werden dann die Viertel wechseln. Nach dem Theaterviertel ist das Industrieviertel dran, weil wenn wir nämlich ins Einkaufsviertel gehen, verpassen wir die Monster, die es im Industriegebiet gibt, also im Industrieviertel gibt, da dann dort höchstwahrscheinlich, ich meine, wäre vielleicht wurscht, aber von der Zeit her gesehen würde es so besser passen. Also so habe ich bisher immer die besten Erfahrungen gemacht. Ja, es ist zeitbegrenzt. Lufttaxi ins Theaterviertel fährt ab. Bitte reinsteigen. Ja, sehr gerne. Machen wir doch glatt. So, dann drückt uns mal die Daumen, dass wir das Jagdfestival auch gewinnen. Ich will es gerne gewinnen, auch wenn der Steam-Erfolg sagt, nein, lass Mimi gewinnen. Ja, wäre sicher vielleicht auch interessant, aber allein schon das Date mit Lilly, ne? Das Zidane eben versprochen hat, aber ich will selber gewinnen, wenn es möglich ist. Also, euch auf solch einem billigen Stehplatz mit dem gesamten Pöbel hier zu verweisen, das ist schon ein dreistes Stück. Also wirklich. Aber seht nur die Aussicht. Oh, ihr habt ja recht. Man kann die ganze Burgstadt überblicken. Hola, Prinzessin, seht nur, da drüben ist Meister Livi. Was macht denn Livi da? Er wollte doch gar nicht teilnehmen. Meister Vivi, die Prinzessin und ich feuern euch an. Vivi, du schaffst es. Vivi, Vivi, Vivi. Vorwärts, Meister Vivi. Ah, sei vorsichtig. Oh nein, ich kann gar nicht hinsehen. Ihr könnt nicht siegen, wenn ihr ständig davonlauft. Euer Gegner ist ein Monster. Da ist Angriff die beste Verteidigung. Also ran an den Speck, Meister Vivi. Und außerdem dürft ihr auf keinen Fall gegen Zidane verlieren, hört ihr? Ja, das ist's. Jetzt aber ran an den Feind. So schlagt doch endlich zu. Vivi, hinter euch. Gebt alles, Meister Vivi. Ja! Sehr gut. Wir beginnen mit unserem Theaterviertel. Da springt man gleich mal los, weil Zeit, Zeit ist kostbar. Kostbar, kostbar. Da haben wir schon unseren ersten Gegner. Ein Kuh. Nein, keine Kuh. Dieses Eichhörnchen nennt sich hier in diesem Spiel Mu. Ja, Mus. Ein Mus. Nicht Mu, ich glaube Mus sogar. Nein, doch, passt schon.
Also, dann schauen wir, was diese Waffe kann. Ui, ja. Perfekt. Und das ist eben der ganze Schmäh an dem Jagdfestival, sich gut auszurüsten. Dann sind die Viecher mit einem Schlag besiegt und man hat keinen Stress. Denn das Ganze muss echt zackig gehen. Zacki, 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 zacki. Also ein Angriff und das Viech muss liegen. Die Waffe schaut doch cool aus, muss ich sagen. Jetzt, wo das Ganze nicht mehr so verpixelt ist, kann man das echt sehr gut genießen, muss ich wirklich sagen. Es greift das Viech zuerst an, ich glaube, es hackt. Stirb weg. Worauf man auch achten muss, ist unbedingt auf die eigenen Lebenspunkte. Denn die können... Was? Gourmet der Mysterie. Wer ist denn das? Okay. Boogie, ja, komm her. Boogie? Wer ist denn das? Ja. Ihr seht schon, nicht nur wir drei kämpfen, also Freya, Vivi und ich, sondern es gibt noch viele andere Teilnehmer, die ebenfalls gierig auf den Sieg sind. Und deshalb werden wir ihnen kein einziges Monster schenken und alle Punkte einsammeln, die es hier zum Einsammeln gibt. Bam, hier ist das wirklich sehr schön. Sehr schön, mit der Waffe eben, wie gesagt, da braucht man uns überhaupt keine Gedanken machen. Das klappt echt gut. Na los, komm. Ist vielleicht hier noch irgendwo ein Viech, was man triggern kann? Nö. Viechlein, mehr. Bam, sehr gut. Wieder rauflaufen. Boah, der ist aber echt nicht schlecht, dieser Gourmet-Heini. Das passt mir aber nicht. Ich ziehe weg hier. Somit ist das Theaterviertel auch schon geklärt. Theoretisch, ich glaube nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Häuschen und so können wir eh nicht rein. Nein, da hinten war glaube ich auch nichts. Das ist alles später. Jawohl. Das heißt, wir hauen hier ab. Und Schüssikowski. Hui, komm mit. Rein da. Jawohl. Ins Industriegebiet, bitte. Jawohl, ja. Und es geht schon weiter. Nichts wieder auf hier. Perfekt. Da gibt es, glaube ich, noch drei Viecher und dann können wir auch schon ins Einkaufsviertel gehen. Reißzahn, jawohl. Ich mache aus dir gleich Reisfleisch. Und zwar jetzt. Deshalb zahlt es sich hier auch überhaupt nicht aus. Es sind lauter kleine Viecher. Tut's bitte nicht stehlen. Das ist alles Zeitverschwendung. Ihr gewinnt es sonst nicht. Außer ihr wollt es nicht gewinnen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und ja. Da seht ihr schon, wo die Freya ist. Mit 73 Punkten. Bist du gescheit. Los, komm schon. Zack, zack. Und auf geht's. Ach, blödes Viech. Hoi, ja. Perfekt. Sehr gut. Und weiter geht's. Sind, glaube ich, vier Viecher alles zusammen. So, zapp, 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 zapp. Da haben wir noch einen Huhn. Bam, bam, bam. Bam, bam. Und dann können wir schon ins Einkaufsviertel schieren. Wenn da eine Vogel da oben kommen möchte, das wäre mir sehr lieb. Zack, zack. Ein sauberer Schnitt. So lobe ich mir das. Und zurück. Zack, 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 schnell. Sprinten, la la la. Hallo, Viech? Kam dann tatsächlich, da ist noch eins. Perfekt.
Vogel triggert. Ich dachte, der kommt von selbst. Da habe ich mich wohl getäuscht. Upsi. Quatsch. Perfekt. Sehr, sehr gut. Jo, schaut so aus, als hätte ich da einen Blödsinn gemacht, ne? Jo, da ist nichts mehr. Dann hauen wir ab und zwar schnell. So, nix hier weg. Ab ins Einkaufsviertel. Schnell die Gerade und nix wie weg. So. Jawohl, Einkaufsviertel. Ja, nicht verdrücken, das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Dann ging es zwar trotzdem noch aus, aber war sehr knapp. Wir haben jetzt nämlich noch einige Viecherleins zu besiegen. Und die wollen das sehr gut machen, muss ich sagen, ne? Hier. Und ihr seht ja, wie gut unser Feind ist. Also, hey! Scheiße. Ist da unten noch irgendjemand? Viech? Na, da ist gar nichts. Passt. Es wird auf. Hast du sowas schon mal gesehen? Jawohl, da kommt er schon. Entführt er einfach so den Mu. Sachen gibt's. Komm nur her, du Missviech. Lade, 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 lade. Schneller, komm. Mach. Perfekt. Wir haben nämlich noch einen großen Brocken vor uns, den es zu besiegen gilt. Das ist halt echt knapp. Aber machbar. Perfekt. Da ist noch Mu. Mehr. Mehr Mu. Mu. Wichtig ist halt, dass man schön sprintet, dass sie nicht geht. Also wenn sie mit der Tastatur spielt, dass sie schön auf C drückt, dass sich das Ganze so schnell wie möglich beschleunigen lässt. Also das Gehen halt, ne? Also das Laufen. Also ihr wisst schon, was ich meine. Die Bewegung. So. Bewegungsgeschwindigkeit. Perfekt. Bam, 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 bam. Da, nichts wieder auf. So, wir müssen jetzt mal. Warte, gab es hier nicht auch ein Viech? Na. Dafür müssen wir hier rauf. Noch ganz schnell. Da ist ein Viech. Ein Isegrim. Und dann müssen wir noch die andere Seite und dann haben wir es geschafft. Wenn alles gut läuft, kriegen wir das super hin. Perfekt. Der ist sofort hin. Das ist sehr gut. Ah ja. Perfekt. Schön weitergehen. Bam, 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 bam. So, komm her, du Fisch. Und dann ist schon Kehrtmarsch. Ja, ja. Sehr gut. Ei, ja. Sehr gut. Perfekt. Und da ist noch ein Vogel. Komm her, Vogel. Vogel, 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 Vogel. Ja, oder auch nicht. Oh, da ist Vivi. Halt, ein Iskern. Rennt er vom Iskern davon. Der arme Vivi. Da kann ihn fast leid tun. Na los. Du bist auch hinfällig. Ja sicher, beißt ihm noch vorher. Wir haben noch 306 Leben, das ist gut. Sind wir noch im guten, im Saft. Wir sind noch im Saft. Im guten Saft. Passt. Legst du rauf hier. Weil hier gibt es nämlich dieses Viech. Hilfe, Zidane. Rette uns. Hey, kommt gefälligst hierher. Ich bin ein Gegner. Du riechst mein Viech. Was für ein Brock! Zidane, ich stehe dir bei. Lass mich den Todesstoß versetzen. Es geht für mich um eine Verabredung. Du bist schon ein hoffnungsloser Fall, mein Bester. Ja, und das ist die Schwierigkeit. Aber ihr seht, die Zeit ist jetzt. Na, scheiße, ich dachte, die Zeit ist um. Also, aus. Also. Dass man
Akkus geschafft hätten. Aber der Kerl muss jetzt innerhalb von 2 Minuten liegen. So, 1, 2 Angriffe kann sie schon machen. Und dann muss sie schauen, dass sie sie da nicht heilt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Hoffentlich ist er jetzt nicht hin. Ich hab's vergessen. Na. So schnell wird er nicht hin. Bam. Als Zidane macht das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mit der Buffen und der Trance ist er auch bald. So, die gute Freya muss den Zidane jetzt aber mal heilen. Das schaut schlecht aus. So, geht schon. Ja, okay, das war jetzt nicht so viel. Da war eine große besser. Hiya! Sehr schön. Passt, super gemacht. Bravo, bravo, bravo. Applaus. Wir sind der Sieger des Jagdfestivals. Ungeschlagen, da kann noch kommen, was will, alles gut. Die Würfel sind gefallen. Ja. Lucilla, diese Frau da ist ungefähr genauso stark wie Zidane. Starke Frauen sind toll. Oh ja, das sind sie. Ach was, dieses Viech hätte ich auch allein geschafft. Zumindest möchte ich mal so stark werden, dass ich solche Töne spucken kann. So, wir können uns noch umschauen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo irgendwelches Tier. Aber ich glaube, das war's. Wir sind ungeschlagener Sieger. Also unangefochten. Ja, ja. Okay. Normalerweise können wir da jetzt chillen. Egal, was die anderen noch anstellen. Allein, dass wir den Zagnar hier besiegt haben, sind wir Sieger. Schluss aus. Die Zeit ist um. Yeah! Bravo! Super gemacht! Baram bam babam. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Zirp! 233 Punkte. Und somit der Sieg. Hiermit überreiche ich dem diesjährigen Sieger den Preis seiner Wahl und erhebe ihn in den Rang eines Jägers. Zirp! 5000 Gil erhalten. Supi. Meisterschütze erhalten. Wahnsinn, Zidane. Du warst aber auch nicht schlecht. Großherzog Sid. Bitte, entschuldigt mein dreistes Auftauchen. Aber ich bringe eine Nachricht vom König von Bumerkia. Eine Nachricht? Vom König von Bumerkia, Zip? Eure Exzellenz. Aber eure Erscheinung. Sieh doch mal genau hin. Der Mann ist blind. Die Augen durch Magie verbrannt. Zip. Wie lautet also die Nachricht? Zip. Wir wurden von Unbekannten angegriffen. Der Krieg läuft schlecht. Wir bitten um Unterstützung. Der Feind sind zipfelmützige Teufel. Das Königreich Bumerkia ist ein geschätzter Bündnispartner in Blums. Ich werde sofort meine Flotte losschicken. Zirp! Seid gepriesen, Großherzog. Der König wird sehr erfreut sein, dies zu hören. Ich muss unverzüglich diese Nachricht nach Bumerkia. Schnell, Zirp! Bringt diesen Mann sofort zu einem Arzt. Dafür ist es bereits zu spät. Die Wunde ist zu tief. Es ist überhaupt ein Wunder, dass er es bis hierher geschafft hat. Bumerkia, meine Heimat. Fredly, wärst du doch nur hier bei mir. Was habt ihr jetzt vor? Wegen des Jagdfestivals befinden sich nur wenige Soldaten im Schloss. Nicht genug, um die ganze Flotte zu bemannen. Dann ruft die Schiffe, die die Grenzen patrouillieren, zurück. Zirp! Und somit Alexandria aus den Augen lassen? Ja, wir können Bumerkia mal nicht im Stich lassen. Zipfelmütze.
Schützen also, wahrscheinlich Schwarzmagier, so wie Vivi. Aber Mutter hat Bumerkia angegriffen? Ich bitte mich zu entschuldigen, aber ich kann nicht warten, bis die Luftschifflotte eintrifft. Nehme ich mit, Freya. Danke, mein Bester, aber das ist nicht dein Krieg. Was redest du da für einen Blödsinn? Immerhin wurde die Heimat eines Freundes angegriffen. Ob's dir passt oder nicht, ich komme mit. Punkt. Aus, basta, Schluss. Danke, Zidane. Ich komme auch mit. Ich möchte sie mit eigenen Augen sehen. Verstehe. Lasst uns sofort aufbrechen. Prinzessin, das ist viel zu gefährlich. Hauptmann Steiner hat recht. Außerdem wissen wir nichts über unseren Gegner Zirp. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es Schwarzmagier sind, du verstehst mich doch, oder Zidane? Ich muss sofort zu Mutter und sie dazu bringen, die Invasion abzubrechen. Ich kann dich nicht mitnehmen. Nicht, wenn ich weiß, dass es gefährlich wird. Zidane? Bitte bleib hier in Lindblum. Was soll das heißen? Ich weiß auch, dass es gefährlich ist, aber... Nichts aber, Lili. Da tobt ein Krieg. Da sterben Menschen, hörst du? Ja, aber... Lili, was hast du gefühlt, als dieser Soldat gerade vor unseren Augen starb? Er tat mir so leid. Ja, du warst traurig. Und das ist verdammt nochmal richtig. Aber realisierst du überhaupt, dass dir das Gleiche passieren könnte? Du bist einfach noch nicht so weit, um deine Mutter bekehren zu können. Aber... Nun reicht es aber. Entschuldigung, falsche Stimme. Also, nun reicht es aber. Ihr beiden, das ist jetzt nicht die Zeit für Wortgefechte. Zirp! Seine Exzellenz hat recht. Wir müssen unverzüglich nach Bumerkia. Öffnet ihr das Erddrachentor für uns? Ja, es ist der einzige Weg, wenn ihr zu Fuß gehen wollt. Zirp! Doch bevor wir das Tor öffnen und ihr aufbrecht, lasst uns alle noch ein stärkendes Mahl genießen. Zirp! Ob man mit der Nachricht noch ruhig ein Essen genießen kann? Oh, boah, okay, ist überredet. Schaut euch einmal die Tafel an. Das sieht köstlich aus. Lauter gute Sachen und wie das duftet. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Dieser besondere Schmaus wird immer nach dem Festival serviert, seit über 500 Jahren schon. Zirp! Boah, das hält sich aber lang, ne? Am besten isst man ihn mit den Händen. Lasst die Etikette Etikette sein und haut rein. Zirp! Na, dann wollen wir mal, bevor das gute Essen noch kalt wird. Schmeckt super! So edles Futter gibt's nicht alle Tage, also rein damit. Und solange das Tor geöffnet wird, haben wir eh nichts Besseres zu tun. Da hast du recht. Köstlich, vom Allerfeinsten der Braten. Oh, so gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Boah, ups, Entschuldigung. Ihr esst ja gar nicht. Aber doch, natürlich. Überaus schmackhaft. Ihr müsst wissen, ich war nur gerade so überwältigt von dem gesamten, also von der Vielfalt des Essens, dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen soll. Genau. Ho, 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 ho. Ihr sagt es. Eine seltene Gaumenfreude, fürwahr. Nur ganz kleine Häppchen. Nicht zu viel. Am besten nicht durch das Essen. Ja. Was? Ich bin so voll. Ich werde ja ganz schläfrig. Oh, Mann, ich auch. Was? Oh, oh nein, wurden wir vergiftet. Lili. Nein, auch mich hat es erwischt. Verzeiht, Prinzessin.
Ich hätte vorkosten sollen, dann wäret ihr... Hört auf, euch etwas einzubilden, Steiner. In eure Portion habe ich keines getan. Nanu, jetzt wo ihr es sagt, sind die stechenden Schmerzen wie verflogen. Moment mal, was habt ihr da eben gesagt? Prinzessin, habt ihr etwa... Es ist kein Gift, nur Schlafkraut, das ich von Zitane habe. Ich hatte zwar nicht vor, es zu diesem Zwecke einzusetzen, aber... Steiner, ich möchte tun, was in meinen Kräften steht. Ich will nicht, dass andere Leute für mich entscheiden. Ich bin immerhin schon 16 Jahre alt, ja. Aber das tun doch alle nur, weil sie euer Bestes wollen, Prinzessin. Ich weiß, und das nervt. Das glaube ich aber nicht. Ich kenne die Grauen des Krieges selbst nur zu gut. Auch wenn ihr mir es befehlt, ich muss protestieren. Wenn hinter dem Angriff auf Rumerkia wirklich Alexandria steckt, dann kann das schnell zu einem Krieg werden, in den alle drei Großreiche des Kontinents des Nebels verwickelt sind. Viele Menschen müssen dann sterben. Und was aus Mutter wird, ich weiß es nicht. Aber ich bin die Prinzessin von Alexandria. Es muss etwas geben, das ich gegen all das unternehmen kann. Jawohl. Außer Mutter habe ich sonst niemanden mehr. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Ich kann verstehen, wie euch zumute sein muss. Ich komme mit und stehe euch bei. Danke, Steiner. Gut, dann sollten wir Lindblum verlassen, bevor alle wieder zu sich kommen. Sonst haut sie mir die Hucke voll. Es tut mir leid, Zitane. Schnell, beeilt euch. Voll K.O. Vivi ist gleich auf den Tisch eingepennt. Lili, wo gehst du hin? Mein Kreuz. Verdammt. Scheint eine Art Schlafmittel gewesen zu sein. Das Schlafkraut. Da hat sie uns aber kräftig eins ausgewischt. Zirp. Lili sagte, sie schlafe nicht so gut in letzter Zeit. Da habe ich ihr was davon gegeben. Ich hielt sie für ein behütetes, verhätscheltes Mädchen, aber da habe ich mich wohl gründlich getäuscht. Was hat sie sich nur dabei gedacht? Sie ist doch nicht etwa vor uns nach Rumerkia los. Wenn sie das aber ist, so könnt ihr sie zumindest noch einholen. Zirp. Vivi, hoch mit dir, wir brechen sofort nach Rumerkia auf. Wir gehen durch Gezama Lukas Grotte. Gleich hinter ihr liegt Rumerkia. Dann fahrt mit dem Aufzug ins Erdgeschoss und verlasst das Schloss durch das Erddrachentor. Zirp. So wird's gemacht. Ist hier vielleicht unter Umständen noch irgendetwas versteckt? Kann man mit dir noch was quatschen? Nein, immer noch dasselbe. Huch. Ja, jetzt haben wir Lukas Grotte. Ja, wissen wir Bescheid. Ja. Halt. Was war da? Was ist das? Rüstung Sitt der Sechste. Angefertigt vom Hofschmied Gabriel. Das ist der alte Mann, der noch immer die Schmiede betreibt. Also, vielleicht. Schild Sitt der Fünfte. Angefertigt vom Hofschmied Fabradio. Ach so, der Sechste, der wird sicher nicht mehr leben, ne? Was ist jetzt? Er ist jetzt der Neunte, ne? Ah, das wird sich nicht mehr ausgehen, dass das der alte Mann ist. Vielleicht der Opa davon oder so. Bogen, Sitt der Siebte, angefertigt vom Hofschmied Arthur. Aha. Also jede Generation ein eigener Schmied sozusagen. Ja, ist irgendwie verständlich, ne? Wenn sie alle langes Leben hatten, dann ist das schon... Huch, halt, stopp. Einmal retour, einmal nach oben. Halt, nicht so weit, da oben. Mal schauen, ob wir da rein dürfen. Nein. Hier könnt ihr nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis seiner Exzellenz passieren. Himmelherrschaftszeiten, also schleich dich, du diebes Back, Gesindel und was weiß ich was noch alles. Jawohl. Oben haben wir nochmal alles ausgelootet. Naja, gelootet. Da gab es eigentlich viel zum Looten, ne? Da haben wir jetzt nur mit ihm zum Quatschen, ne? Jetzt mach mal halblang. Das ist ja mal wieder typisch. Fehlt mir doch wieder genau eine Schraube. Herrschaft, Zeitenkruzifix nochmal.
dreimal schwarzer Kater. Der Part ist auch schon lang. Entschuldigung, ich überprüfe da oben nur noch ganz schnell, aber wie kommt vor, da war eh nichts. Wenn ich es mich recht, wenn es mir einfach, also, na, da ist gar nichts, passt schon. Ja, ich habe immer ein bisschen Sorge, dass ich was übersehe und vergesse und ja. Tap, 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 schnell, Hutribusch. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. So. Tap, 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 tap. Ab. So, schnell runter. Wir gehen auch schnell ins Schlafgemach. Erste Ebene, richtig. Wir gehen auch ganz schnell ins Schlafgemach. Ja, oder besser in den Zimmern, wo wir vorher noch waren. Perfekt. Und werden schnell speichern gehen. Das wird genau perfektest passen. Halt, was ist da? Ach so, sinkt das Wasser. Ein Platz fürs Medaillon gibt's wohl nicht. Ja. Das kommt alles noch. Lalilala. Nur keinen Stress. Baram, barabam. Außerdem, wollte nicht noch schnell überprüfen? Nichts. Ich erzog in einen Brief. Passt, ist gar nichts. Ich muss schnell speichern. Und dann perfekto. Dann haben wir es für heute ja schon wieder geschafft. Ja. So, dann werden wir gleich den ersten hier wählen. Tada. Perfekt. Sehr, sehr gut. Na fein, ihr Lieben. Dann werden wir im nächsten Part die Items wieder tauschen. Nichts. Dass wir eben mit dem Nitrildolch und so weitermachen. Wir werden das Equip von allen ein bisschen durchschauen. Und ja, dann starten wir in die Wildnis. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!